Can, Glückwunsch zum 4:2 Sieg heute gegen den FSV Zwickau. Es sah nach viel Spielfreude aus bei euch. Was hat heute so viel Spaß gemacht? Ja, macht einfach Spaß, mit den Jungs zusammen zu spielen, auf Platz zu stehen. Einfach nochmal genießen, ja, weil die Momente werden wir als Fußballer nicht zurückkriegen. Und deswegen, ich glaube, das hat unser Trainer heute auch gut gesagt, einfach versuchen zu genießen und ja, Gas geben. Was hat heute den Unterschied gemacht? Spielfreude, ganz klar. Wir hatten einfach Spielfreude, wir haben viele Chancen kreiert. Vielleicht hätten wir das ein oder andere Tor mehr machen können, aber ganz klar Spielfreude. Kleiner Schönheitsfehler, dann noch die beiden Gegentore, die ja durchaus auch sehr vermeidbar waren. Ja, auf jeden Fall. Werden wir auch in die Analyse gehen, weil wir zu Null spielen wollen. Werden wir ansprechen, aber nochmal 3 Punkte. Ich glaube, das ist heute das, was gezählt hat. Und das haben wir souverän gemacht. Was kann so ein Sieg dann auch für ein Signal aussenden an die Konkurrenz? Ja, das werden wir sehen. Also wir wollen nicht viel reden, wir wollen einfach machen. Und am Ende können wir nicht das beeinflussen, was die anderen machen. Deswegen, wir haben nächste Woche ein schweres Auswärtsspiel in Berlin. Und dann heißt es wieder 3 Punkte holen. Und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt. Danke, Can. Viel Erfolg, danke. Guido, erstmal Glückwunsch zum Sieg heute gegen Zwickau. Erste Frage, wie viele Tore hast du gemacht? 1 oder 1,5? Was würdest du sagen? Ist mir egal. Der Ball war drin, ich habe mich gefreut, war ein wichtiger 2-1 kurz vor der Halbzeit. Und im Endeffekt ist es egal, wer die Tore schießt. Wir freuen uns zusammen und wenn es ein Eigentor im Endeffekt ist, ist es ein Eigentor. Hat uns weitergeholfen in der Situation, deswegen ist es egal. Da vorne habe ich heute sehr viel Spielfreude gesehen. Wo kam das her? Dadurch, dass ich letzte Woche nicht spielen durfte und nur von zu Hause gucken durfte, war so ein bisschen... Heute bin ich wieder heiß und will unbedingt. Erst Halbzeit war es ein bisschen schwierig, es hat geregnet, der Platz war glitschig. Da sind ein paar Sachen nicht so gelungen, wie ich mir vorgestellt habe. Aber so im Großen und Ganzen haben wir uns wieder super vorne verstanden und hat Spaß gemacht heute. Bist du denn ein bisschen ruhiger, wenn du spielst, wenn du selbst Einfluss nehmen kannst? Oder ist das dann doch auch zu Hause, dass du sagst, das Spiel kann ich mir dann auch in Ruhe am Fernseher angucken? Nee, zu Hause schlimm. Wenn man von zu Hause gucken muss und kann nicht wirklich eingreifen, da gibt es Phasen, wo ich dann einfach in der Wohnung rumlaufe, weil ich nicht hingucken kann. Da spiele ich lieber und kann auf dem Platz ein bisschen Einfluss nehmen. Wie kannst du jetzt in der entscheidenden Saisonphase auch mit deiner Erfahrung noch Einfluss nehmen auf die Mannschaft? Oh, ich glaube, die Mannschaft ist so stabil, das haben wir die ganze Saison gezeigt. Wir teilen alles zusammen, wir gehen zu schlechten Zeiten, in gute Zeiten. Ich denke, das hat sich so entwickelt im Laufe der Saison. Also da muss ich jetzt, jeder weiß, um was es geht, die letzten 2 Wochen, alles raushauen. Und im Endeffekt schauen wir dann, was in 2 Wochen ist. Was könnte so ein Sieg heute auch nochmal bewirken im Blick auf die nächsten 2 Spiele? Ja, viel. Also hätten wir heute nicht gewonnen, dann wüsste jeder, dass es riesenschwer geworden wäre. So haben wir wieder unsere Hausaufgaben gemacht. So haben wir wieder Freude nächste Woche. Dann kommst du hierher und hast viel bessere Laune, weil du weißt, du kannst noch, du bist noch dran. Und das versuchen wir so schwer wie möglich Cottbus zu machen. Wie haben wir uns aus dieser kleinen Durchstrecke mit 3 Spielen ohne Sieg wieder rausgekämpft? Ja, also rausgekämpft würde ich nicht sagen. Wir wussten, wir hatten einfach nur in der Phase ein bisschen Pech mit Sperren, mit Verletzungen. Und einfache Sachen, wo vielleicht nicht so geklappt hat, wo vorher selbstverständlich war, das haben wir uns wieder erarbeitet im Training. Und dann sind wir wieder in den Fluss gekommen und wir sind froh, dass wir zu diesem Zeitpunkt oben stehen, mit oben und dürfen mit um den Aufstieg spielen. Das hätte uns ja auch niemand zugetraut vor 6, 7 Monate. Und da bin ich jetzt schon hammerstolz auf die Mannschaft und auf die Jungs. Und das macht einfach nur Bock, die nächsten 2 Wochen zu gucken, was passiert. Vielen Dank, Guido. Bitteschön. Danke.